Sucht dich beim Schleichen jemand, ist das Auge halb geöffnet. Sobald es ganz geöffnet ist, wurdest du entdeckt. Muss ich mir Braucht erstmal etwas? Ausrüstung besorgen. Dann sollte ich aber erstmal so etwa 8 Stunden warten. Vorher kriege ich nämlich nichts. So. Jetzt dürfte der Schmied geöffnet haben. Bei den Göttern. Der Kaiser wurde ermordet. Auf seinem eigenen Schiff. Ach so, ja, Wir sind richtig, da war ja Meerestreu was. verankert. Mensch, der Das ist ein Kaiser. Wunder. Ja, traurig, ne? Komisch. Kann ich auch nichts für, dass der Kaiser getötet wurde. Anscheinend haben die. Ja. Na, leicht, mittel oder schwer? Schwer. Besseren Stahl werdet ihr nirgends finden. So, das wär's. Ich habe ja noch für Hier, dich. werft einen Blick drauf. Ich hab da doch noch was für dich, mein Kleiner. Eisenpfeil vor allen Dingen. Das hier. Das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier. Brauche ich alles nicht. Das hier, das hier, das hier und das hier. Gut. Ihr könnt Alles jederzeit klar. zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Ja. Eine Schmiede macht niemals Pause. Laber mit nicht voll. So, wo ist denn jetzt hier? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Nach Korvanjund. Dann reise ich von da aus. Clavicus Vilis, der dädrische Prinz der Macht, erfindet Gefallen daran, mit sterblichen verführerischen Pakte zu schließen, die sich später bereuen. Oh yeah. So. Mein Pferd eigentlich? Ja, mein Pferd ist da. Meine Schattenmähne. Ich nehme es mit auf meine Reise. Ich kann mit ihr nicht sprinten, das ist ein bisschen doof. Hopp. Heul nicht rum, Pferd. Sprünge müssen gewagt werden. So, hier ist irgendwie ein Gegner. Oh, hier ist ein Troll. Jetzt wieder. Stirb, Eistroll. Böser Eistroll. Hör auf, mein Pferd zu hauen. Rexy. So, Pferd. Sei leise. Ich nehme dich jetzt nicht mehr mit. Du gehst mir zu sehr auf den Sack. Schleierhain entdeckt. Oh, du! Hast keine Chance gegen mich. Ich sehe sie schon. Da hinten stehen sie alle rum und warten nur auf mich. Drum komme ich schnell zu euch. Wie sieht es Hallo. aus? Die Sturmmäntel hatten ihr Lager vor dem Eingang schon aufgeschlagen, als wir hier eintrafen. Sie wissen allerdings noch nicht, dass wir schon hier sind. Naja, zumindest etwas. Ja. Okay. Sieht aus, als wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal, wir haben das Überraschungsmoment. Macht euch bereit. Ich bin immer bereit. Wartet. Nein, ich bin bereit. Folgt mir. Warum sollte ich dir folgen? Verstehe ich nicht. So Hör ein zu, Schwachsinn. Soldaten. Diese Sturmmäntel sind auf demselben. Juhu, flieh, kleiner Feuerball. Und flieh, kleiner Feuerball. Und flieh, kleiner Feuerball. Ja! Attacke! Tja, meinen Feuerbällen habt ihr nichts entgegenzusetzen, ihr mickrigen Würmer. Ah, was ist das denn? Ein Tor, was man nur mit Meister aufschließen kann. Lächerlich. Das Schloss ist so gut wie offen. Fast so gut wie offen. Offen. Meisterschloss? Lächerlich. Keine Herausforderung. Kangaskhan, ist geil. Den nehme ich mit. Den nehme ich auch mit. Das war ja absolut lächerlich. Was habe ich auch im Schlaf drauf?
einen Meisterschloss zu knacken. Hallo. Da sind eine Menge Sturm. Ja, laber mir nicht das Ohr voll. Ich erledige die schon alle. Warte hier draußen und steh mir nicht im Weg. So. Oh, eine Truhe. Stahlschild. Ja, ich nehme das Gold mit. So. Hallo. Oh, das sind wirklich eine Menge Sturmmäntel. Hallo. Zack. Massenschlacht! Okay. Das war jetzt nicht das Problem. Da ist nichts. Ihr beiden bleibt und bewacht den Eingang. Wir wollen nicht überrascht werden. Achso. Das wird dann wahrscheinlich der Ausweg wieder sein. Und wir gehen einfach mal weiter hier. Hallo. Hab dich entdeckt. Kleiner Sturmmantelsoldat. Hä? Ich stehe auf. Ja, ich weiß, dass du auf meiner Seite stehst. Ich mag dich trotzdem nicht. Deswegen musst du leider sterben. Gibt's hier noch irgendwas? Das gefällt mir nicht. Dir nicht? Perfekter mir schon. Ort für einen Hinterhalt. Ja? Ich wette 10 zu 1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber legal. Ich gehe einen anderen Weg. Ah! Brennt, meine Freunde! Brennt! Ich würde mich lieber einen Moment lang umsehen, als blind in einen Hinterhalt zu laufen. Au, jetzt habe ich mir selbst wehgetan. Hallo, Söhne von Himmelsrand. Keine Chance gegen mich. Wenn ich nicht gerne gegen euch kämpfe, aber ich muss. Ich habe mich leider zur kaiserlichen Armee verpflichtet. Tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. So, geht's hier noch weiter? Ja, hier geht's weiter. Hallo. Da ist jemand gestorben. Oh, Drowen gibt's ja auch. Wer hätte es gedacht? Zwischenspeichern. Okay. Auf in die Seele. Ja, da ist einer tot. Ja, die haben hier offensichtlich mit den Drogen gekämpft. Na gut. Sollen sie machen, wenn es ihnen gefällt. Zack. Das ist ja deren Entscheidung. Ja, die Falle haben sie offensichtlich nicht überlebt. Au, hab ich. Hebel. Und Rohr. Nee. Okay, nehme ich mit. Da war wohl ein Sturmmantel sehr gierig. Und das muss die Halle der Geschichten sein. Ja, laber nicht. Oh, davon habe ich schon gehört. Es heißt, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen zu sehen, die diesen Ort einst errichtet. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen können. Wer weiß, was für Geheimnisse wir sonst aufdecken würden. Ich fänd's cool. Eins nach dem anderen, Soldat. Konzentriert euch auf unsere Hauptmission. Wir suchen nach der Krone. Alter Schwede. Ich habe mir das noch nie so genau angeguckt, aber es ist geil. Hier. Auch wenn diese Zeichen uns sagen, wo die Krone ist. Laber nicht, ich weiß Bescheid. Die Ebenerzklaue. So. Fuchs, Schmetterling, Drache. Sind wir immer noch irgendwie durch diese Tür kommen? Fuchs, Schmetterling, Drache. Was ist das? Eine Steinklaue? Ich frage mich, wozu die wohl dienen. Nein, Drache, da war schon. Mal. So, Fuchs, Schmetterling, Drache. Und bitteschön. Gut gemacht.
Das wäre jetzt nicht das Problem. Alle mal herhören. Augen auf. Wir gehen weiter. Du hast hier gar nichts zu melden. Ja, ja, was zu sagen hat, bin ich das. Weil ich habe das größte Schwert hier. Oder ist das so? Ja, dann mal los, Soldaten. Verteilen. Schauen wir mal, was wir da haben. Tut, was ihr am besten könnt, Hilfssoldat. Sucht nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Was soll das heißen? Von wegen Hilfssoldat hier. Fräulein. Gibt gleich Wecke mit dem Schwert. Vom Popo. Habt ihr schon etwas gefunden? Hetz mich nicht. Ich bin noch dabei. Da. Gut, dann mal weiter, Leute. Ja, ja, geht ihr schon mal weiter. Ich hab noch andere Sachen zu tun. Boah, seid ihr doof. Mit den Draugen hätte man noch rechnen müssen. Zack. Und zack. Und zack. Und Feuerball. Und Feuerball. Ja, ja, heul nicht rum. Dip, 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 zwischen Speichern und durch die Tür gehen. In die Krypta rein. Da höre ich sie schon schreien. Aua, was hat mich denn gerade eben angegriffen? Ich habe Schaden von der Tür genommen. Wahrscheinlich. Diese böse Tür. Ach nein, 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 nein. Ja, ja, ich weiß, wo es ist. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja gut, 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 ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Alles in Ordnung. Harmonie, Hysterie, Massenlähmung, Feuersturm, Move zu den Waffen. Und, hey! Und Feuersturm. Bäh. Kann ich nochmal? Ja, kann ich. Und Bäm! Ach, ich mag das. Und ah ja, ich wollte ja richtig. Ich wollte ja eigentlich. Was soll das sein? Achso, ja. Ich wollte doch eigentlich einen Zaubertrank nehmen. Tarnung Berserker. Zwei Waffen, nö. Ich will erstmal Gift, 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 Gift. Gift der Magika. Ich will Magika regenerieren. Magika, Magika, nee, erhöht, nee, ist ja doof. Mann. Genau. Okay. Und jetzt kann ich nämlich Düs machen. Bitteschön! Ein kleiner Feuertonner! Und warum schreit mich an? Und warum hat er mein Feuertonner jetzt schon weggehauen? Gibt's noch gar nicht. Und zack! Ins Herz rein. So, meine. Verstanden? Was ist meins? Ja, das ist meins. Mal schauen, ob wir noch etwas Nützliches finden können. Meine Krone. Die gehört ganz allein mir. Oh, das ist ein Wort. Zum Lernen. Gib es mir. Worte macht gelernt. Zeit. Zeit verlangsamen. Jetzt kann ich offensichtlich die Zeit verlangsamen. Und wieder zurück in den Tempel. Zack. Und was sage ich? Natürlich war das der Ausgang, ist doch klar. Das war doch von Anfang an keine Überraschung.